liebe Kameradinnen und Kameraden und Bürger von Grünberg. Wie wir anfangs schon erwähnt haben und wie ihr es mitgekriegt habt, sind wir ja heute hier, um für Meinungsfreiheit zu demonstrieren. Denn im Lundertal werden junge Deutsche Tag für Tag kriminalisiert und repressiert von staatlicher Seite aus und von der linken Mediengesellschaft. Dem wollen wir etwas entgegentreten und wir wollen euch zeigen, dass es in Deutschland junge Menschen gibt, die sich trotz allem trauen, für ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit auf die Straße zu gehen. Wir werden es nicht hinnehmen, wenn unsere Kameraden kriminalisiert werden, egal ob im Lundertal oder anderswo. Aber hier im Lundertal hat ja in Hessen die Kriminalisierung schon ein Ausmaß angenommen, da kann einem ja eigentlich nur noch schlecht werden. Wenn ich auch höre, dass Schulleitungen bei Schülern anrufen, Demonstrationen fair zu bleiben, obwohl im Grundgesetz drinsteht, dass jeder Bürger das Recht hat, für seine Meinung zu demonstrieren, da kann man sich doch ganz ernsthaft fragen, warum messt ihr denn mit zweierlei Maß? Was habt ihr eigentlich zu befürchten und warum versteckt ihr immer eure hässlichen Fratzen hinter irgendwelchen Scheinargumentationen, dass die rechte Szene gewaltbereit oder kriminell ist? Die meisten von uns sind einfach nur junge Deutsche, die es nicht mehr hinnehmen wollen, dass wir hier in einem Mainstream leben, in dem wir uns für Überfremdung, Masseneinwanderung, Antisozialisierung und einer Europäisierung, die wir nicht unterstützen mit dem Euro, dagegen werden wir etwas entgegenhalten, egal wo wir sind. Denn gegen System und Kapital! Wir werden auch nicht das letzte Mal im Lundertal sein, wenn die staatliche Repression und die linke Hetze nicht bald ein Ende finden werden. Wir fordern euch auf, lasst die Meinungsfreiheit in diesem Land endlich zu, denn wir sind viele, wir sind live! Aufmerksamkeit. Auf die Presse soll am Rand. Raus geh aus der weg, Versammlung. Jetzt, ja? Nein, raus aus der Versammlung. Auch die Presse kann am Rand filmen. Nationaler Solidarität! Hoch!
So, weiter geht's. Hin am Aldi. Mal Bedenkzeit, weil wir aber eigentlich zügig das hier beenden wollen. Und ansonsten bleiben wir halb bis 18 Uhr hier und dann kann man halt später Champions League Finale heute angucken. Es ist sehr leicht in diesem Land. Welche Lüge zur Wahrheit, weil er es so erzwingt, ich glaube nicht. Will ich, weil meine Lieder in Ketten sind? Ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Gar nicht schlecht.
gegen staatliche Repression zu demonstrieren und er zeigt mal wieder, dass er daraus nichts gelernt hat, können wir sagen, wir waren nicht das letzte Mal in Grünberg und das letzte Mal im Lundertal, um ein neues Druckmittel jetzt aufzubauen. Ich löse jetzt hiermit die Veranstaltung auf und wünsche euch danke, dass ihr gekommen seid, aber wir werden die staatliche Repression nehmen. Dankeschön. Wir werden nach Hause gehen.